Hallo und herzlich willkommen. Irgendwie hat mich der Magier jetzt schon ein bisschen gepackt. Ihr seht auch die Aufstellung an der linken Seite. Es ist ein sehr, sehr einfaches Anfängerdeck. Aber hat halt einen schönen Burst gegen Ende. Und schauen wir mal, ob wir damit jetzt hier was entsprechend reißen können. Wir haben einen würdigen Gegner gefunden und es ist Magier gegen russischen Magier. Ihr habt es so gewollt. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Unser Anfangsdeck, ja, sieht nicht so schön aus. Die können wir wegnehmen. Die können wir später gebrauchen, aber noch nicht jetzt. Ja, aber hiermit können wir jetzt zu Anfang mal ein bisschen was machen. Mal schauen wir mal, ob wir damit was hinbekommen. Der Armani-Berserker ist natürlich gerade in der Kombination mit der Heldenfähigkeit was sehr, sehr Schönes. Und wir schauen. So, er wählt immer noch aus. Ja, die Karte ist auch gut. Er hat gewählt und kann losgehen. Erste Runde. Mana-Wurm kommt raus. Er hat einen Coin wahrscheinlich bekommen. Das heißt, schauen wir mal, ob er da damit gleich... Ah, er spielt die guten Spiegelbilder. Zeit für ein Spielen wir ihn. Das war's. So, die typische Spiegelbilderöffnung. Damit er dahinter einfach alles aufbauen kann. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. So. Ich würde eigentlich gerne gleich da drauf noch hauen. Hiermit. Der macht leider 3 Schaden direkt. Wen soll ich töten? Deswegen wird sie uns wahrscheinlich jetzt hier entsprechend umhauen. Das war's. Aber dann haben wir natürlich immer noch unseren Antigolem jetzt zur Verfügung. Deswegen spielen wir die Runde so. Der Armani-Berserker ist für sie jetzt gerade die höchste Bedrohung. Ja, sehen wir auch. Geht sie drauf? Und sie spielt einen Feuerball? Really? Okay, sehr ungewöhnlich. Wir haben noch einen Armani-Berserker, das ist schön. Damit können wir natürlich hier, er macht 3, das heißt, wir könnten ihn rausnehmen. Den aufziehen. Und nehmen ihn raus. Seine Feuerfähigkeit wird, jetzt wahrscheinlich auf den beschädigten Antigolem anspielen. Hat allerdings noch den Armani-Berserker da. Als Bedrohung. Ja, da kommt's schon. Ja, er coint. Und spielt. Er nutzt, um 2 Karten zu ziehen. Okay. Gut, dann kommt jetzt der Schmerz für ihn. Ich könnte natürlich hier auch ihn spielen. Ach komm. Wen soll ich Wir buffen den hoch. Und geben ihm so richtig schön eins mit. Runde 5. Eine Arcane Implosion. Er nimmt uns den noch weg. Gut, und alles sieht wieder recht ruhig aus. Er hat noch kein einziges Schaf gespielt. Deswegen spielen wir ihn mal. Ich überlege gerade zwischen den beiden. Der hätte den Vorteil, ich könnte noch einen Schaden direkt auf ihn machen. Der hier bringt mir natürlich eine extra Karte. Okay. Damit können wir ihn jetzt auch gleich zu einem Spot machen. Jetzt hat er natürlich die 6er Kombination, was bedeutet Feuerball bzw. Schaf plus... Ah, er spielt ein Geheimnis. Und einen Feendrachen. Gut.
Wir schauen mal, was das für ein Geheimnis ist. Okay, könnte ein Spiegelbild sein. Was bedeutet... Wir spielen... Es könnte auch ein Gegenzauber sein. Wir nehmen mal ihn weg. So, also, es ist einer. Deswegen spielen wir eine ganz kleine Karte aus. Zack, da haben wir Spiegelgestalt. Es hat ihm rein gar nichts gebracht. Wir haben immer noch unseren 4-1er entsprechend da. Und, ja, nehmen ihm die Karte gleich wieder weg. Ach, ist natürlich schade, die macht 4 Schaden insgesamt. Dafür sie raus zum Schmeißen, das tut mir echt weh. Was soll ich nur tun? Ja, aber wir machen's. Hier nochmal einmal Schaden drauf. Das war's. Und es steht 27-19. Gut, Heldenfähigkeit auf Drache wird jetzt kommen. Oder hatte er irgendwas zum Abräumen? Eine Arcane Explosion kam bisher einmal. Er spielt ungemöglicherweise jetzt ein... Okay. Der hier klar muss weg. Mit dem Ogre-Felsfäuste können wir ihn direkt in der nächsten Runde wegnehmen. Er wird sich jetzt natürlich hier dran ein bisschen aufheilen. Was soll ich nur tun? Wir haben allerdings keinen direkten Tank, mit dem wir irgendwas dagegen setzen könnten. Deswegen spielen wir groß. Der hat auch nach einmal Angriff, hat er noch genügend Leben. Ich kümmere mich drum. Und gehen direkt. Können wir natürlich auch was echt Gemeines machen. Er hält sich jetzt hoch. Wir spielen nachher den gesichtslosen Manipulator, bekommen dadurch seine Figur, nehmen sie ihm weg mit dem Ogre und haben dann 2 hohe Kreaturen, die schön Schaden machen. Weil das ist dann 6-2er. Okay. Ah, er heilt ihn hoch und geht auf ihn los. Gut. Darf er machen. Was für uns jetzt aber allerdings nur bedeutet, wir holen uns seine Kreatur. So, die ist ja auch schon recht stark. Und können diese auch nachher mit unserem Extra-Zauber hier entsprechend angreifen. Der hier hat noch 3, hat 6, das heißt, würde entweder er opfert. Das war's. Ja, wir lassen es mal so. Wir haben ein paar recht schön große drauf. Und mit ein bisschen Glück, wenn er jetzt nicht was arg Cooles spielt, können wir sogar in der nächsten Runde eventuell beenden. Wir haben immer noch keinen Feuerball gezogen. Was soll ich nur tun? Ah. Okay. Das war natürlich sehr stark. Und er hat das Feld schön geklärt. Macht nichts, wir haben hier noch ein paar Antworten. Was glotzt denn so? Das Licht beschützt mich. So. 10 Schaden sind zu machen. Es gibt nicht, dass er keinen Cheap oder so irgendwas drin hat. Ich habe noch keins gesehen. Na gut, bei uns ist es auch noch nicht gefallen. Da kommt das Cheap. Es wird auf den Ogre gehen. Und er spielt ein Geheimnis. Okay, er nimmt ihn raus.
Wir haben ein Schaf. Bringt uns allerdings nichts. Deswegen lassen wir mal. Es wird wahrscheinlich nochmal eine Spiegelgestalt sein. Wir greifen an mit... Ja, der könnte zerstört. Wir schauen mal. Geheimnis. Eine Achterrüstung. Och, er zieht sich zurück. Seine Angst. Ich kämpfe. So. Er hat... Es steht 22 zu 12. Und da kommt Ragnar raus. Und er macht 8 Schaden jetzt einmal. Er nimmt uns unser Gottesschild runter. Und die Schaden gehen natürlich logischerweise auf uns. Macht nichts. Wir haben genug, oder? Sehe ich das richtig? Wir haben hier 6, 7, 10, 11, 12 langt uns. Wir verwandeln ihn aber noch in Schaf. Um ihn noch ein bisschen anzubuffen. Ich kämpfe. Gehen dann einmal komplett auf ihn los. Und hier auch nochmal ein Zauber. Und er ist weg. Ja, das ist das, was ich gemeint habe. Unser Magier hat halt... Boah, war das laut. Hat halt gegen Ende einen sehr, sehr schönen Burst drin. Kann nochmal richtig Schaden raushauen. Und wenn dann der Gegner keine gute Antwort hat darauf, dann ja, hat er eben verloren. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt für das Deck, dann schreibt mir diese bitte in die Kommentare. Ansonsten danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal.